Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen KSP, ja, Programm, wenn man das so nennen will. Ich habe mir jetzt vorgenommen, historische Raumfahrtsmissionen nachzustellen, also die Geschichte der Raumfahrt sozusagen. Und der Anfang machen wir mit Sputnik 1. Okay, und ich habe mir hier ein paar Informationen rausgesucht, die ich euch erzählen kann. Also fangen wir erstmal mit dem Bau an. Ja, Stay Putnik. Ha, das ist sogar vom Namen, ja? Okay. Das der Sputnik 1. Also Sputnik 1 war, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, der erste vom Menschen gebaute künstliche Erdsatellit. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Ach ja, da sind die Antennen angebracht. Ich habe nämlich nebenher noch ein Bild geöffnet, damit ich das ja authentisch. Fuck. Authentisch mache. Will nämlich das Ganze, wenn ich schon so ein Programm mache, will ich es auch versuchen, richtig zu machen. Scheiße, kann ich die Dinge auch irgendwie neigen? Ah, hier steht das natürlich gar nicht, ja. Ja, so. Machen wir mal kurz noch hier den. So. So. So sieht ungefähr Sputnik aus. Das ist ja unten mit diesem Ding, aber damit müssen wir leider leben. Gut. Bauen wir jetzt. Also, ja, wie gesagt, Sputnik 1 war. Ich erkläre euch jetzt hier nicht dabei, was ich groß baue. Ich baue einfach nur eine Rakete zusammen. Und wenn ihr das Tutorial sehen wollt, guckt bei anderen. Das bin ich nicht wirklich so gut drin. Ich baue einfach was zusammen. Okay, wie gesagt, Sputnik 1 war damals der erste künstliche Erdsatellit. Also, erste künstliche Erdsatellit. Er wurde. 57, Ende 57 gestartet von der Sowjetunion. Das war damals so ein bisschen spontan, denn die USA wollte damals ein Moment, wie ist die Rakete? Wollte damals mit ihrem Sat wollte damals auch einen Satellit starten mit dem Namen oh, ja, toll. Das ist es pa ah, Jupiter, ja. Jupiter wollte damals ihren Jupiter-Satelliten starten. Ja. Aber die. Und weil die Sowjetunion war damals noch nicht wirklich so weit, einen Satellit zu starten. Also die hatten schon Satelliten. Die erste Version von Sputnik war ein Sat war richtig gut geplant eigentlich. Ein richtig guter Satellit mit sehr vielen wissenschaftlichen und Sachen an Bord. Hätte 1300 Kilo gewogen. Aber die hatten damals keine Rakete, die dafür stark genug war. Also haben sie die Pläne vorläufig verworfen. Und dann kamen quasi, und dann hatten sie davon erfahren, dass die USA einen Satellit startet. Dann hatten die gedacht, Leute, das können wir nicht zulassen. Wir müssen auch einen Satellit bauen. Also haben sie angefangen. Ja. Entschuldigung, ich bin leicht nervös, heute, wie ihr sicherlich merkt. Ja, auf jeden Fall haben sie dann angefangen, selbst Satellit zu bauen. Haben sie dann angefangen, den Sputnik 1 zu entschlacken. Haben dann quasi alles Mögliche rausgeholt, um einfach nur ja, alles Mögliche rausgeholt und hatten quasi den Satellit von 1300 Kilogramm runtergeschlagen, abgeschlagen auf 63,6 Kilogramm. Das ist deutlich weniger. Ja, und das war damals, dann hatten sie den Satellit gestartet, haben das Ganze relativ geheim gehalten. Ja, und davon war die USA total geschockt. Damit haben die nicht gerechnet. Die haben nämlich der festen Meinung, boah Leute, das sind die geilsten. Also, wenig anders wie heute. Die waren damals echt überzeugt,
Sie wären die größten Stecher auf dem Planeten. Und dann kam der sogenannte Sputnik-Schock. Da hat nämlich die USA mal vorgeführt bekommen, dass sie doch nicht so toll sind, wie sie immer dachten. Weil die Sowjetunion die Stadt gestartet hat. Wirklich, er konnte gar nichts. Sie hatten, glaube ich, ein bisschen Funkkontakt, das war er doch schon. Ja, und das Ganze, ja, ist, na, da waren wirklich die sehr, sehr, sehr geschockt. Ja, so. Ich habe die Rakete hier, wie gesagt, das erste Rück. Ich kann nicht versprechen, dass ich die Rakete direkt in Orbit reinkriege. Ich habe die nicht vorher getestet oder vorher schon mal gebaut. Ich dachte mir, wir machen für diese Reihe hier, wie auch mit Raumfahrtprogramm, gehört auch, echte Raumfahrtprogramm gehört auch Fehler dazu, also dass man mit einer Mission fehlschlägt. Also könnte durchaus sein, dass meine Mission in die Hose geht und dann optimiert wird. Ja, aber ich denke mal, hier, das wird schon hingehen. Die Rakete müsste ich normalerweise recht gut in Orbit kommen. Struktur. Ja. Das kommt hier fest. Nehmen wir noch die Judenkippis. Ja, scheiß Name dafür. Bisschen diskriminierend, aber egal. Dort kommt noch eine Verbindung. Und zwar hier hin. So, sieht doch schon mal aus. So. Nun müssen machen wir noch Staging. Das habe ich vorher nie gemacht hier, das mit der Benzinleitung. Ist aber eigentlich eine richtig gute Idee. Da kann man auch die Rakete um einiges effektiver. Wirklich effektiver. Sehr zu empfehlen. Okay. Nun müssen wir gerade das Staging bearbeiten. Wir brennen diese vier Dinger zuerst an. Okay. Ja, und dann zünden wir das. Okay. Gut. Nun müssen wir hier Fing Staging ganz hin machen. Wir müssen. Das kommt da rein. Und. Warte mal. Heldschrecken. Ein Fehler. Fehler, Fehler, Fehler. Okay, kann passieren. Das kommt dort rein. Also wir müssen ja die leer sind, dann absprengen. Und die hier. So. Wir haben unsere Sputnik-Rakete fast fertig. Nun müssen wir noch hier Struktur A einbauen. Das also auch noch vierfach erhöhen. So. Gut, nun nennen wir es noch Sputnik 1 und dann können wir loslegen. Also wie gesagt, da waren die USA total von dem Sputnik-Schock geschockt, verständlicherweise. So. Ich mache jetzt hier heute mal eine extra lange Folge hiermit. Normal habe ich vor, das Ganze in zwei oder mehr Teile zu machen. Zum Beispiel jetzt hier. Quasi als Staffelbeginn. Wird das mal. Das Ganze wird auch in verschiedene Staffeln unterteilt. Ich habe jetzt mal vor, in der ersten Staffel halt nur mal Erdumlaufbahnen zu machen. Also einfach nur Missionen im Erdorbit. Fängt jetzt an mit Sputnik. Das Ganze geht weiter bis Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall. Naja, das haben wir Sputnik 1 und das Ganze speichern wir. Gut, nun heben wir mal ab. Wie gesagt, ich habe hier für extra eine neue Welt angefangen.
Ihr werdet keine Rakete von, die ich schon erfolgreich geflogen, getestet habe, geben. So, machen wir mal Quick Save. Ich mache, bin immer vorsichtig. So, zwei Drittel, was? SES aktiv und noch einen Schluck trinken. Dann wollen wir mal. Was ist das? Ah. Zu wenig Leistung. Muss ich schon sagen. Probieren wir dann nochmal. So. Da war nämlich schon ein bisschen unnötig Frost verpulvert. So. Ich habe eigentlich gerechnet, die Rakete mit richtig viel Karacho. Ob wir jetzt mit den Dingen in Orbit kommen, kann ich jetzt eigentlich nicht mehr garantieren. Oh, okay. Komplett anders wie geplant. Okay, unser dreht sich. Also es könnte sein, dass wir gleich das Ganze nochmal neu starten müssen. Und dann Booster einbauen. Ja, das könnte durchaus passieren, aber egal. Wir versuchen es, wie gesagt. Geschichte der Raumfahrt ist voller Fehlschläge. Und die gehören hier in dem Programm auch dazu. Weil die ja versuchen nachzustellen. So, gleich sind die ersten Tanks leer und dann werden die abgesprengt. Kommt. So. Irgendwie erinnert mich das Schiff immer an Star Trek, der erste Kontakt. Und nun dreht sich dieses Scheißschiff wieder. Star Trek, der erste Kontakt. Dieses erste überlichtschnelle Raumschiff, wenn ihr euch dran erinnern könnt. Aber auf jeden Fall. Gleich haben wir die 10.000. Ach Gott, die Rakete ist ja saulahm. Richtig lahm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 10.000 erreicht. Und geht's ab in den Curvetitor. Aber nicht zu stark, weil ich nicht weiß, wie sich hier das mit dem Proquet verhält. Mit dem, mit der niedrigen Geschwindigkeit. Man sollte, also ich finde, man sollte schon 200 Meter die Sekunde anstreben, für, wenn man in den Curvetitor geht. Ja, obwohl, wir kommen jetzt aber ordentlich Schub drauf. Und die Rakete dreht sich. Wird von oben vorn kriegen wir hin. Ja, wir kriegen die normal. Das ist schon mal gut. Okay. So. So. Schapp. Wird doch hinhauen. Oh Gott. Und sonst Panik geschoben. Wir haben ja dann noch hier eine komplette Doppelstage zum Brennen. Und hier oben noch unser Manövriertriebwerk für Orbit ein bisschen. Und ich habe auf jeden Fall eins vor. Hinter Übersichtskarte. Oh, wir können jetzt fast ein bisschen verringern. Übersichtskarte immer, wo man die Flüge beenden kann. Auch die Trümmer mal direkt zu terminieren, ne? Damit ich keine riesen Trümmerlisten habe. Das ist immer scheiße. Richtig scheiße. Ihr könnt euch ja sicherlich an mein Hauptspiel schon erinnern mit diesem riesen Trümmerfeld auf dem Flugfeld, was ziemlich nervig ist. So. Orbit erreicht. Wir werden so ein Orbit von. Oh. Ich mach mal kurz Pause. Umlaufbahn. Okay. Gucken wir mal, was für eine Höhe. Okay. Die Gradzahl, scheiß drauf. Das werden wir jetzt nicht alles genau machen. Okay. Die Flughöhe beträgt zwischen 215 und 900 Kilometer. Siehe Peri und Apogeum. Achso, heißt das zwischen S. Wir nennen es Apoabyss und Periapsis, wie wir vom Körper gewohnt sind.
Durch die bremsende Wirkung der Ionosphäre, deren Dichte die Obergrenze man bis dahin stark unterschätzt hatte, sank die Bewegungsenergie des Satelliten und damit die Bahnhöhe kontinuierlich. Aha. Ah, und dann ist er verglüht. Okay, das Ganze gibt's nicht. Hier ein Kürbel. Wir werden einfach ganz normal Umlaufbahn anstreben. Oh, Staging hat einen kleinen Fehler. Ups. Schnell korrigiert. Gut. Gleich setzt das hier leer. Und wir haben hier eine effektive Höhe von Apoapis beträgt 66.000. Ja. Ich werde versuchen, einen. Ich werde aber hier versuchen, schon einen. Ja, stabilen Orbit hinzukriegen. So, was gehen wir ein bisschen weiter in die Bahn. Aber bis steigt. Oh, scheiße, wir haben genug fast. Volle Troa. Oh Gott, eine anfängliche Gleichhammert. Dann wird hier abgeschaltet und dann gehen wir uns hin, um den Orbit zu brennen. Wir suchen mal einen zirkularen Orbit hinzukriegen. Wie gesagt, ich nehme kein Gewehr drauf, dass es wirklich hinhaut. So. Das haben wir. Was ich. Scheiß, ich habe hier keine Manövriertriebwerke drin. Muss nur leicht Frost geben zum Drehen und. Kam schon, Brems ab. Gut, 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 gut. So. Ja, Warpen auf circa 20 Sekunden vorher. So. Und Vollforst. Gleich im Minus, dann kriegen wir auf jeden Fall einen zirkularen Orbit hin. So. Und. Oh, wir haben mehr als. Nuke Fuel. Ach egal. Ach egal. Egal. Okay, wie das aussieht, wird es. Während der in Orbit brennt, können wir die. Antennen aus. Der Orbit haben wir jetzt gleich. Gleich X und X. Wie groß ist der hier? Na gut. Nicht wirklich zirkular, aber damit kann ich leben. Eben, und wie wir eben gelesen haben, war ja auch nicht wirklich zirkular in echt. So. Okay, wir haben wirklich genügend Treibstoff. Ich wollte mal versuchen, ihn noch zu tuffieren. 100.000. Auf knapp 100.000, dort 184.000. Wisst ihr was, Leute? Ach, scheiß drauf. Wir lassen den Satelliten jetzt einfach hier so abbrennen und abstoßen. Tata! Sputnik 1. Wir verbraucht jetzt zur Elektrik. Wir haben kein Solarpanel eingebaut, aber hatte der Original auch nicht. Wie gesagt, wir wollen Original machen. Richtig nachstellen. So. Wir gehen jetzt ins Space Center. Öffnen hier. Sputnik 1. Umkreist die Erde. Okay. Pups. Derbys. Ja, wie ihr seht, sind hier eine ganze Menge
Töte werden jetzt klären. Die komplett terminieren, schon keinen Bock auf Weltraumschmutzack. Die dann irgendwo im Orbit rumkreist. So. So. Und so. Nun haben wir nur noch Sputnik 1 im Orbit. Und nur zirkulare als Originalorbit von Sputnik 1. Ach, gucken wir uns den jetzt mal an. Sputnik 1. Toll. Wenn das jetzt hier... Wer gibt einen tollen Screenshot ab? Sputnik 1. Hey. Ich habe eine Idee. Ich habe... Komm schon. Komm, dreh dich ein bisschen. Top. Halt an. So. Sputnik 1. Yeah. Das sieht schon richtig toll aus. Ja, herrlich. Sputnik 1. So. Das hier war unsere erste historische Weltraummission, die wir erfolgreich nachgestellt haben. So, genießen noch ein bisschen die Umlaufbahn von Sputnik 1. Okay, ich schließe mal kurz nach. Ja, jetzt haben wir hier nächste Mission, wird Sputnik 2 sein. Das, wo die Hündin Laika drin ist. Erste Erdwesen im Umlaufbahn, bla bla bla. Wäre ein Grundgedanke noch die kleine Mission. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal machen. Nächster großer Schritt erfolgt am 12. April 1961. Juri Gagarin mit Vostok 1. Ja. Uhu. Oh, und es gibt hier auch noch Alan Shepard, die Mission von Alan Shepard. Mercury-Programm. Lediglich einen 15-minütigen suborbitalen Orbit, also wurde nicht die Umlaufbahn erreicht. Das hört sich schon mal nicht verkehrt an. Auf jeden Fall werden wir das Ganze machen. Wir haben genügend Zeit dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Programm und ich hoffe, es hat euch so sehr gefallen, dass ihr mir ein Like oder ein Kommi da lasst und vielleicht bei den nächsten historischen Missionen einschaltet. Das hier sieht aber wirklich, wirklich geil aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.